100 Jahre Leben. In Zeig mir deine Welt lerne ich ganz besondere Menschen kennen. Ilse ist 103. Ich bin lange überfällig. Und Anni fast 104. Willi fährt noch Auto. Du hast das aber hier auch voll im Griff. Die 100-Jährigen erzählen mir von ihren Wünschen. Ich möchte mal richtig alt werden. Und ihren Sorgen. Ich lag auf dem Bürgersteig und es kam kein Mensch vorbei. Und sie verraten mir ihre Lebensweisheiten. Man muss positiv denken. Überraschen lassen. Mhm. Sich freuen und das Beste draus machen. Insofern kann ich noch dankbar sein. Ja. Lieber ein bisschen besser gelebt, dafür ein bisschen länger. Konstanz am Bodensee. Hier treffe ich Anni und ihre drei Töchter. Wie er lebt und lebt. Ja. Guten Tag. Ich bin die Anni. Hallo Anni, ich bin Kai. Wunderbar, freut mich. Hallo Rita. Hallo. Und die Reini. Hallo Reini. Und dann Roswitha. Und die Rosi. Ja, die Rosi. Anni wollte schon immer gern 100 Jahre alt werden. Wo ich denn verheiratet war, habe ich mal zu meinem Mann gesagt, Mensch, Anni, ich möchte mal 100. Ich möchte 100 Jahre alt werden. Was? So alt möchte ich nicht werden, aber ich. Dieser historische Raddampfer ist nur ein paar Monate älter als Anni. Vorsichtig geht's an Bord. Prima. So. Es ist eine Zeitreise. So sah das Schiff auch schon aus, als Anni geboren wurde. Oh, das geht doch gut. Ich laufe halt auch zu wenig. Und darum habe ich keine Kraft mehr. Die Leute sagen manchmal, ja, bedenke ich ja, wie alt sie sind. Das weiß ich selber. Der Bodensee ist Annis Heimat. Sie ist in Radolfzell geboren und lebt heute ganz in der Nähe in Überlingen. Wenn wir jetzt gerade auch hier so über den Bodensee fahren, ist das dann, also da sind ja wahrscheinlich ganz viele Erinnerungen auch mit verbunden, oder? Oh ja, mit 6 Jahren habe ich schon allein gerudert. Da bin ich schon im See rumgefahren. Anni mit 5 Jahren. Sie ist eine Wasserratte und geht oft mit ihren Brüdern baden. Da gab es also ein Bubenbad. Mhm, und getrennt, ein Stück, ne? Weiter hinten war dann das Mädchenbad, da musste man nichts zahlen. Also das heißt, das stimmt, das war ja klar, das war zu der Zeit so, ne? Da sind ja Jungs und Mädchen dann nicht zusammen im Schwimmbad gewesen. Nein, das war sehr getrennt. Ja. Und ich kann mich erinnern, wo das Strandbad gebaut war, da ist ein, das war ein Sündenpfuhl. Ja. Oh, jetzt wird es interessant. Das heißt, da durften dann das erste Mal Mädchen und Jungen auch zusammen? Ja. Halbnackte Jungen und Mädchen, eben, die zusammen schwimmen gehen. Eben. Ja, ja. Also wenn ich denke, heute ist doch alles viel freier und natürlicher. Als Annis Töchter noch klein sind, verbringen sie die Ferien eigentlich immer zu Hause. Ein Auto war zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mit 58 erste Führerschein gemacht. Mhm. Da ist mein Mann heimgekommen mal und hat gesagt, Anni, mach den Führerschein. Das war 1973. Ab dann fahren Anni und ihr Mann auch mal in den Urlaub. Immer mit Anni am Steuer. Ja, habe ich mal zu ihm gesagt, Papa, mach doch auch den Führerschein. Dann können wir, wenn wir weiterfahren, wir sind bis nach Frankreich und überall hingefahren, dann könnten wir uns ablösen. Mhm. Anni, ich bin 28 Jahre gefahren worden. Das ist für mich zu ordinär, ein Steuerrad in die Hand zu nehmen. Das heißt, er hat nie einen Führerschein gemacht? Nein. Boah. Hat er nicht. Und hat sich dann immer von dir fahren lassen? Ja. Kurz nach dem Tod ihres Mannes gibt Anni das Autofahren auf. Und mit 88 habe ich dann aufgehört. Mhm. Oh, das war schwer. Heute kümmern sich ihre Töchter um Anni. Ja, alles Gute wünsche ich dir. In Friedrichshafen legen wir an. Anni hat die Fahrt richtig genossen. Dass ich sowas noch erlebt. Ich wäre auch vom Frühjahr vorbeigekommen.
Ja, da war ich nicht so interessant. Und heute, ich bin nicht. Früher war ich jung, schön und, wie sagt man, jung, schön und morgenfrisch. Und heute bin ich nur noch und. In Gummersbach bin ich mit einem ehemaligen König verabredet. Genauer gesagt mit Schützenkönig Willi II. Die Gemahlin, 88 Jahre jung, öffnet mir die Tür. Ah, der Kai, herzlich willkommen. Hallo. Ich bin die Ursel. Hallo Ursel. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja. Ah, oh, erwartet schon. Ja? Hallo, guten Morgen. Hm? Willi, hallo. Willi. Herzlich willkommen. Ich bin Kai. Ich bin der Willi. Hallo Willi. Ja. Ja? Darf ich auch Willi sagen? Ja, aber sicher doch. Ja? Ja? Gerne. Ich bin drei Schützenvereine. Bei einem habe ich viermal versucht, wie ich noch jünger war. Ja. Das hat nie geklappt. Mhm. Und gestern haben sie mich so zufällig aufgefordert. Komm, schieß mal mit drauf. Mhm. Und bei mir ist er runtergefallen. Und das habt ihr mit Luftgewehr oder was habt ihr geschossen? Nein, nein, Kleinkaliber. Oh, richtig? Ja, sonst kommt er ja nicht runter. Ja, okay. Da ging das rund. Ja. Presserummel um Willi, ältester Schützenkönig Deutschlands mit fast 100 Jahren. Man wird ja wahrscheinlich oft gefragt auch, oder? Ja. Was kann man tun? Und, ja, ja, ja. Ja. Ich sage immer Jägermeister. Ja, ich muss aber immer sehen, nicht, dass Sie denken, ihr trinkt jeden Tag Jägermeister. Nein, nein. Nicht? Also so ist es nicht. Warte, ja. Wenn wir wollen, können wir einen trinken. Ja, machen wir auch. Machen wir vielleicht ein bisschen später als, ja. Ja. Ist ja noch nicht mal 12 Uhr mittags. Ja. Vielleicht ja, nach dem Essen. Auch morgens. Ja? Ja. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, aber tu doch einen einschenken. Das ist eine leckere Sache morgens. Ja? Oha. Einer tut nicht weh. Einer tut nicht weh? Nee. Okay. Ich habe auch ein richtiges Programm entwickelt für Jägermeister. Aha. Den muss man in 3 Schluck trinken. Der erste Schluck schmeckt noch nicht mal so, der zweite schmeckt viel besser. Aha. Und der dritte dann erst richtig. Ne? Dann kann man ganze Pulle am Tag leer machen, merkt man nichts. Also nicht so klein in einem, sondern ja, schön. Schön nippen, nicht kippen. Okay. So, Kai. Oha, jetzt. So. Ja, danke. Dann zum danke, Ursel. Aber ich. Jetzt trinkt erstmal rein. Ne? Und du nicht, Ursel? Ne? Ja, ich hatte auch früher mitgetrunken. Ja. Ja. Also ich muss wirklich sagen, das ist mein erster, ich glaube, es ist mein erster Jägermeister in meinem ganzen Leben vor 12 Uhr mittags. Ach, ja. Vor 12 Uhr mittags. Also in 3 Schlucken. Erst mal einmal nippen. So. Aber da kann man kein Auto mehr fahren, wenn man jetzt hier. Ja, wer eingetrunken hat, doch. Ja? Ja, so wirkt er nicht. Nee? Nee. Weil ich gerade gesagt habe, mit Autofahren, du fährst noch selber, oder? Ja. Ist gefährlich oder nee, geht's? Nee, kannst ruhig. Hast du den ersten Führerschein von damals? Gibt's den noch, das Dokument? Du hast wirklich noch deinen ersten Führerschein? Ja, nein. Ja. Der war noch nicht in fremden Händen. Wirklich nicht? Nein. Das ist ja eine Sensation. Mhm. Und hier, das ist natürlich das Allerbeste. Und du darfst, was darfst du alles fahren? PKW? Ich durfte alles fahren, ja. Aber die Zeit ist für den zweiten Schluck. Oh, ist gekommen. Dass er nicht warm wird, oder? Ja. Vielen Dank. Das war ein bisschen viel jetzt, oder? Ja. Wann steht ihr morgens auf? 8 Uhr rum. 8 rum. Er hat sonst immer jahrelang Frühstück gemacht. Er ist immer der Erste aufgestanden. Ne? Und dann ist er 100 geworden. Ich denke, na nu, nix. Riech kein Kaffee, nix. Steh auf, dann sitzt er so da und wartet, bis ich komme. Ich sage, was ist denn das? Ja, sagt er, du kannst ja jetzt Frühstück machen. Jetzt bin ich 100. Ja, vom ersten Tag an, also 100 geworden ist. Vom ersten Tag an hat er kein Frühstück mehr gemacht. Ja?
Kannst du dir doch mal vorstellen. Oh, da habe ich so gedacht, hast doch lange genug mal. Lass es hier mal machen. Das war der erste. Das junge Ding. Na, wofür hast du denn so einen jungen Hüpfer? Mit dem jungen Hüpfer feiert Willi zum 100. eine rauschende Party. Ja, da trinken wir einfach aus, dann. Zwei dürfen wir ja nicht, sonst können wir nicht mehr Auto fahren. Ne? Nee. Nee. Okay. Fährst du? Ja. Ja. Ja, okay. In diesem Häuschen in Detmold wohnt Ilse. Und zwar schon seit fast 50 Jahren. Ja, guten Morgen, Ilse. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ja nicht zu glauben. Sie sind 103 Jahre alt? Ja. Das kann ich nicht glauben. Und dass ich das noch immer bin, kann es gar nicht glauben. Ich bin lange überfällig. Ja, ist ja Wahnsinn. Ja, kommt ran. Unglaublich. Aber schön hier. Ich bin glücklich, dass ich immer noch hier leben darf. Schön, oder? Mein Mann ist 6 Jahre tot und ich bin immer noch hier. Mhm. Wollen Sie mal draußen eben gucken? Ja, wir können auch mal draußen gucken. Klar, so schöne Sonne auch. Ja. Den ganzen Nachmittag. Ja. Ja. Ganzen Nachmittag auch Sonne? Ja. Ja. Da gibt es nicht so viele Klagen, ne? Nein, überhaupt nicht. Nee, ne? Ich freue mich, dass ich noch da bin und dass ich noch so gut drauf bin. Ja. Ist ein Geschenk vom lieben Gott, ne? Das glaube ich wohl. Aber warum ich gerade? Das kann ich immer nicht begreifen. Ich glaube, da gibt es keine Erklärung für, oder? Ja? Ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf jeden Fall Kai zu mir sagen. Ja, darf ich das? Nein, absolut. Darf ich denn dann auch Ilse sagen? Ja, natürlich, ja? Wenn Sie das wollen, nein, mit so einer alten Frau. Oh. Dann haben wir das doch schon mal geklärt. Ihren Garten hält Ilse selbst in Ordnung, genau wie ihr ganzes Haus. Du siehst nicht aus wie 100, du wirkst nicht wie 100, weil du bist, also bist ja einfach... Los, das ist ja direkt ein Kompliment. Das ist ein großes Dankeschön. Kompliment. Nein, du bist so unglaublich fit auch. Ja, und ich freue mich schon immer auf den nächsten Tag. Ja? Dann nehme ich mir was vor, was ich unternehmen möchte. Mhm. Und dann ist schon der Tag wieder oben, dann kommt der nächste. Und ruckzuck ist mal 104, 105. Ja. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, 100 Jahre leben. Ja. Das ist ja so... Ja, unwahrscheinlich. Ilse ist 1915 geboren, wächst im Ersten Weltkrieg auf. Sie erinnert sich an alles. Ich weiß sogar noch ein Gedicht, was ich am Weihnachten bei der Sänger Weihnachtsfeier aufsagen musste. Da war ich 2,5 Jahre alt. Seht ihr den Christbaumstrahl in seiner Lichterpracht? So kann ihn keiner mal. Für uns ist er gemacht. Das ist 100 Jahre her. Ja. Und du weißt es heute noch? Ja, ich weiß es heute noch. Da war mein Vater stolz wie Oskar, dass ich das... Mit 2,5? 2,5. Ilse bekommt eine kleine Schwester. Die beiden sind ziemlich verschieden. Es hat mal jemand... In unserer Schulzeit, da stellte meine Schwester mich vor. Da sagte er, das kann nicht wahr sein, dass sie Geschwister sind. Da sagte er, die eine ist für Berlin und die andere wie vom Bauernhof. Und ich war diejenige vom Bauernhof, sah so aus. Und so habe ich mich mein Leben lang immer gefühlt. Ilse hilft immer viel im Haushalt und lernt Schreibmaschine. Das konnte ich mehrmals wie gut. Ich habe das beste Diktat habe ich gemacht von 30 Leuten. Ilses Fähigkeiten werden gebraucht, als der Zweite Weltkrieg ausbricht. Sie wird nach Frankreich geschickt. Dort arbeitet sie in einer Fernmeldeeinheit. Kurz vor Kriegsende gerät sie dann in Gefangenschaft. 10 Wochen Gefangenschaft, 800 Leute. Eine Toilette war immer verstopft. Fürchterlich. Und die Leute, die mussten, die konnten nicht nirgendwo hingehen. Wir waren ja in Gefangenschaft, wir konnten ja nicht machen, was wir wollten. Erschöpft und verdreckt. Aber ich bin da mit heiler Haut davon gekommen. Hier in Überlingen wohnt Anni.
Sie erwartet mich schon. Hallo, Kai. Guten Wunderbar. Morgen. Ich freue mich. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ach, warum? Vor lauter Sehnsucht. Gell? Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich gelitten habe. Im wahrsten Sinn des Wortes. Aber jetzt komm nur mal rein. Jetzt muss ich mir in meine gute Stube. Ich muss mich erst mal hier einführen. So, deine vier Wände. Bitte. Hier hat Anni mit ihrem Mann gelebt. Beide waren große Fans der Fasnacht. Und Anni liebt Verkleidungen. Mach mal auf. Aha, jetzt weiß ich auch. Bis heute hält Anni jedes Jahr eine Büttenrede. Ich grüße euch, ihr Narren. Heid Gott's Hund. Jetzt fällt mir gerade das Sprichwort ein. Jung sei das Mädle und alt sei der Wein. Doch liebes närrisches Publikum, bei mir ist es gerade andersrum. Das sind sozusagen deine ganzen Utensilien für die Fasnacht. Ja. Früher war die Fasnacht besser wie heute, finde ich. Da war was los. Mhm. Das ist mein Fasnachtshut. So ist der. Wunderbar. Meld dich gleich an. Ja, meinst du? Als guter Trompeter. Ja, Trompete spielen. Ich habe eine Trompete hier. Und dann würde ich sagen. Ich kenne auch Männer, die können ohne Trompete vier Töne. Ja. Wunderbar. Das ist tolle Musiker. Ja, und jetzt kommt da rüber. Das hier rüber? So, ja. Aha, hier. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir doch nochmal. Vier Töne gibt sie von sich. Vier verschiedene. Erstmal macht sie gar nichts. Blasen muss man können. Das tut fest. Fester? Ja, natürlich. Das war immer der Tusch. Der Tusch ist bei mir ein Juchzen. Wie geht es? Juhu! Das ist das Juchzen. Das ist ein Juchzer. Juhu! Juhu! Ja. Wieso kann ich denn auf einmal Trompete spielen? Siehst ich kann überhaupt keine Trompete spielen. Du bist ein Genie? Ja, das hat den Automatikmodus. Ja. Guck mal, wenn wir beide jetzt durch den Ort ziehen, ich laufe vorne weg. Und ich laufe hinter drin. Und du kommst hinten dran, hier mit deinem Hut. Ja. Also da muss ich hier aufsetzen. Da musst du ja auch aufsetzen dann, ne? So. Und dann können wir einen Umzug machen. Und dann gehe ich vorne weg. Juhu! In Gummersbach bei Schützenkönig Willi. Zum ersten Mal in meinem Leben fährt mich ein 100-Jähriger. Du hast es aber hier auch voll im Griff. Den Führerschein hat Willi seit 79 Jahren. Unglaublich. Aber wenn ihr jetzt so Leute trefft, dann sind doch die meisten Leute bestimmt überrascht, wenn die hören, dass du 100 bist, oder? Weil das glaubt doch keiner, ne? Ich meine, ihr beide seid ja viel jünger und wirkt viel jünger, ne? Ja, aber ich habe schon gesagt, ich sehe aus wie 100 und der wie 70. Der hat doch keine Falten im Gesicht. Und ich bin so runzlig schon. Die wühle ich mit Jägermeister immer aus. Willi war früher Wirt. Wir fahren zu seiner alten Gaststätte. Willi, nicht darum. Worin denn? Na ja, fahr weiter. War ich schon richtig, sei mal ruhig. Weißt du, da hast du das Navigationssystem nicht an und dann hast du das da hinten sitzen. Ja. Willi nimmt keine Medikamente und ist nie krank. Nur das Gehen ist so langsam ein bisschen beschwerlich. So, jetzt müssen wir ein Stückchen zu Fuß laufen. Ja, macht nichts.
Das ist Willis alte Wirtschaft. Hat sich hier denn viel verändert oder ist das immer noch so wie früher? Das ist noch so. Wie ich es gemacht habe, so ist es. So, jetzt mache ich das alleine. Guck. Ah ja, mit dem Handlaufen, ne? Ja. Das ist gut. Den Weg kenne ich, den mache ich oft genug. Ja. Kannst du noch ein Bier zapfen? Ja, kann ich machen. Geht's? Mal gucken, ob das... Wie viele Stunden deines Lebens hast du hier hintergestanden? 30 Jahre wird. Manchmal 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Hier bei der Arbeit lernte er auch seine Ursel kennen. 1978 wird geheiratet. Es ist die zweite Ehe für beide. Willi ist gelernter Metzger und stellte jahrelang seine eigene Wurst für die Gastwirtschaft her. Und wenn Willi in seiner Wirtschaft ist, steht er auch heute noch im Mittelpunkt. Du trinkst einen Pilz? Ja. Du, ich glaube, der. Ich nee, glaub, du musst fahren. Ja, ein Pilz kann ich trinken. Willi. Ich sehe gerade was, da muss ich mal fragen, was ist mit deinem Finger passiert? Hat er eine Wurstgeschichte? Eine Geschichte ist das. Ja. Da hatte ich Metzgerei. Habe ich da gewurstet und. Jetzt war ich. Kriegten wir eine neue Füllmaschine mit Wasserdruck. Mhm. Und putzt halt aus. In dem kommt der Kolben hoch, ich lasse Fuß los, Finger ab. Mit Lappen. Jetzt zeige ich dir mal was. Ja. Aber bei mir war es keine Wurstmaschine. Nee. Bei mir war es eine Tür. Tür? Eine Tür. War ich 2 Jahre alt. Ja. Und dann wollte ich die Tür aufmachen und habe in den Schlitz gefasst, wo ich Licht gesehen habe. Ja. Aber es war die Seite mit den Scharnieren. Oh. Und dann habe ich Finger drin gehabt und dann hat von außen jemand zugemacht. Oh. Willi, ich sag dir eins, wenn ich nicht 100 werde, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja. 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 Auf die stummen Finger. Ja. Ja. So was hat die Welt noch nicht gesehen. In Detmold bei Ilse. Du kommst hinter mir her. Ja. Ilse, eine Frage ganz kurz. Das Ding benutzt du gar nicht hier? Nein, ich soll das immer benutzen. Es dauert mir zu lange. Okay. Da bin ich dreimal hier oben schon längst angekommen. Bist du schon längst hochgelaufen. Verstehe. Ilse wohnt hier schon seit 1969. Guck mal hier, das ist total verrückt. Als ob man eine Zeitreise macht. Hier mit dem alten Radio und so. Das alles so geblieben, wie es früher war. Ilses Bügelecke. Mit 103 hat sie nicht mal eine Putzhilfe. Und da sitzt mein Mann, wenn ich hier bügele, hat mein Mann immer sich extra so ein Podium gebaut, damit wir hier zusammen. Ach so. Ja. Heute würde man dann sagen, das war dann die Macho-Ecke. Ja, ja, das heißt, du hast hier gestanden und gebügelt. Ich habe hier gebügelt. Und er hat hier. Er hat immer da aus dem Fenster geguckt und habe uns unterhalten. Und hat hier beim Arbeiten zugeguckt. Ein langes gemeinsames Leben. Ilses Mann ist erst vor 6 Jahren gestorben. Geheiratet haben die beiden 1948. Eine Fügung des Schicksals. Wie hast du deinen Mann denn kennengelernt? Ich hatte eine Freundin, da sind wir spazieren gegangen. Und in der Nachbarschaft, da standen so viele Frauen. Da sagte ich, was machen die denn die alle? Mhm. Ja, da ist so ein Wahrsager. Mhm. Der sagt denen Bescheid. Und ach, da möchte ich auch so gerne mal hin, sagte meine Kameradin. Ach nee, sag ich, da gehe ich nicht mit hin. Wenn mein Vater das wüsste, der hätte Schwierigkeiten, schwere Schwierigkeiten. Aber die hat mich dann so lange überredet, bis ich doch da mitgegangen bin. Da hat er zu mir gesagt, es würde eines Tages ein großer Mann vor meiner Tür stehen und wir würden ein Kind haben. Mhm. Ja, da hatte ich ja schon lange nicht mehr dran gedacht. Ilse wohnte im Haus der Eltern, als das Wohnungsamt einen ehemaligen Soldaten dort einquartiert. Da stand wirklich der große Mann vor unserer Tür. Aha. Und da fiel mir das gleich sofort ein. Und dann hast du sofort gesagt, oh, ja, das ist der Mann, den ich mal heirate? Ja, und da hat sich bei uns so ein bisschen was angebandelt. Die beiden feiern Hochzeit. 1950 kommt der kleine Hans zur Welt. Er ist Ilses großes Glück.
Und hast du deinem Vater mal erzählt von dem Wahrsager? Hast du ihm das später mal erzählt? Nein, habe ich nicht. Hast du nie gesagt? Das braucht er ja nicht unbedingt wissen. Nee, ne? Zurück bei Anni in Überlingen. Abgangszeugnis. Anni war eine super Schülerin. Und ich war im Turnen immer eine Flasche. Ja, ich habe Turnen können. Ich habe ja immer Nasenblüte gekriegt. Ich war deshalb auch suspendiert. Ihr Lieblingsfach ist Musik. Sie lernt Gitarre und singt. Ich wollte doch entweder Schauspielerin werden oder Musikerin oder Sängerin. Und warum ging das nicht? Weil meine Eltern wollten das nicht, denn meine Brüder haben ja studiert. Und das hat mir so zu schaffen gemacht. Meine Brüder durften was studieren und ich hätte sollen studieren. Das heißt, du heiratest ja doch einmal. Also das heißt, es war kein Geld für dich da, für die Ausbildung? Nein, ich habe verzichten müssen. Und das war zu der Zeit so, dass man als Mädchen dann quasi nicht den Anspruch hatte? Oder? Ich habe das nie gehört, dass ein Mädchen sich hat das ertrotzt vielleicht, aber das habe ich gehört. Es muss halt so sein. So auf dem Standpunkt war ich, es muss halt so sein. Also arbeitet Anni in einem Büro, bis sie heiratet. Dann gibt sie den Beruf auf, wird Mutter und widmet ihr Leben der Familie. Schon damals wünscht sie sich, mal richtig alt zu werden. Also ich glaube es manchmal selber nicht, dass ich wirklich so alt bin. Ich, wie gesagt, ich fühle mich nicht alt. Wenn ich aber sage, warum machen die alle so ein Heckmeck draus? Da sage ich, Kinder, Mutti, du bist 103 Jahre alt und bist noch voll da. Das ist es. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich habe normal gelebt. Keine Diäten etc. Was ich nicht gemacht habe, ich habe nicht geraucht. Siehst du? Das habe ich nicht gemacht. Also nicht aber rauchen und viel lachen. Das vielleicht ist es das. Ja, das ist das A und O. Das würde ich behaupten. Das gehört dazu. So gut wie schnaufe. Wenn man lacht, das muss so sein. Wirklich. Was soll's? Unterwegs mit Willi und Ursel. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Zum Schützenhaus. Zum Schützenhaus. Nach 3 Kräuterschnaps und 2 Bier fährt Ursel. So, können wir gleich hier vor der Tür aussteigen, ne? Ja. So. Gut. Willi, ich bring dir deine Sachen mit hier. Dein Geschmeide. Ja. Ich bin deine Königin heute. Und los geht's. Dir muss ich nicht mehr viel erklären, glaube ich. Schieß kein Loch in die Wand. Leider sehe ich von hier, dass der nicht schlecht war. Hör mal, er ist auf jeden Fall im Schwarzen. Oh! Aha. Glaubst du, dass ich ins Schwarze treffe? Ja, hoffentlich. Ja? Ja. Okay. Dann machen wir mal. So. Ja. Boom. Oh. Und da war er weg. Auch drin. Das war deiner, Willi. Ja. Mal raus. Hier, das warst du. Ja. Und das war ich. Ich, ja. Ich identisch. Ich würde sagen. Beides gut. Ach so, ja. Guck mal hier. Hier, die. Ja. Heute geht's mit Ilse auf den Markt. Der Regen hält uns davon nicht ab. Ist aber auch ein Wetter heute, ja, ne? Ja, schade. Naja, ja. Das müssen wir nehmen, wie es kommt. Ja, klar. Das sag ich auch immer. Ich muss immer wieder staunen, wie flott du unterwegs bist. Tut dir denn nie irgendwas weh? Doch, ja, ja? Klar. Wenn ich unterwegs bin, nach 10 Minuten tut mir das Bein behindert. Merkst du schon. Ja. Da bist du gestürzt, oder? Da kam ich vom Sonntagsspaziergang zurück. Da war es schon ein bisschen dämmerig. Da bin ich vor die Steine gestolpert, lag auf dem Bürgersteig. Eine halbe Stunde. Ich hatte gleich gemerkt, dass das Bein gebrochen war. Oh, okay.
Und es kam kein Mensch vorbei. Und du kamst nicht mehr hoch? Und bin alleine wieder hochgestrampelt ins Dunkle, ins Haus, mit den gebrochenen Beinen. Ilse fährt immer mit dem Bus zum Markt. Den Rollator hat sie eigentlich nur dabei, um ihre Einkäufe zu transportieren. Das habe ich ja auch noch nie gesehen, mit einem Postkasten im Bus, das ist ja lustig. Briefkästen gibt es hier in der Umgebung gar nicht. Dann schmeißt du nur deine Briefe rein. Ja, dann stecke ich so meinen Brief in den Kasten und sage tschüss, vielen Dank. Das gefällt mir. Ilse kauft alles selber ein, mit 103. Auf dem Markt kennt sie jeden Stand. Bratwurst und Schnitzel, wenn ich heute mitnehme. Gerne. Sehen wir das Rückenschnitzel wie immer, ne? Das ja. Tschüss, danke. Ilse ist so unglaublich flott. Meine Lieblingsfrau. Sie packt mir das immer so schön in den Rollator ein. Ja. So, bis bald. Ne? Bis bald, ne? Schönen Tag. Noch einen schönen Tag heute. Danke, ja. Danke. Guten Morgen. Das ist eine mit der ältesten Kunden hier auf dem Markt. Und eine nette zuvorkommende. Hat man heute selten. Das stimmt, das stimmt. Na? Da muss nicht Hocker spielen. Was sie erzählt, verstehe ich leider nicht. Nein, sie hat gesagt, dass du eine der nettesten Kundinnen bist. Ja? Ja? Und auch eine der ältesten. Ja, ja. Ich glaube, man muss das auch nach. Sie kommt zum Markt, lässt ihren Kauf ein, lässt ihre Taschen bei uns und dann geht sie ungefähr so 500 Meter durch die Stadt. Dann hat sie ihren Spaziergang gemacht und dann kommt zurück und dann geht sie erst nach Hause. Ilse, ja. Möchtest du noch eine süße Pflaume? Ja, ich kann ja auch noch. Guck mal, jetzt hast du zwei süße Pflaumen. In Überlingen wohnt Anni im dritten Stock. Wenn sie mal raus will, muss eine der Töchter mit einem Spezialtreppenstuhl helfen. Heute mache ich das. Vertraust du mir, ja? Ja, ja. Ich probier's. Okay. Einfach also, rum jetzt, genau. Genau, jetzt komm ich erstmal rum. Du hältst dich fest, genau. Achso, ich geht weiter, okay. Bis weiter. Runter, fertig ist so. Hoppala! Geht's dir gut? Bist du gut, das ist sicher. Jetzt bin ich voll drin. So, letzte Stufe. So. Wahnsinn. Was will man mehr? Applaus, Applaus. Das hast du super. So, jetzt. So, warte, Anni. Danke. So. Geschafft. Danke. Danke, Reini, das war super. Zu deinem Parkplatz, Anni. Ah, okay. Seit Anni mit 88 den Führerschein abgegeben hat, vermisst sie das Autofahren. Aber heute fahre ich mit ihr Elektromobil. Und Anni sitzt am Steuer. Gibt's da einen Gurt? Nee, ach, so schnell wird's nicht. So, und jetzt? Wenn du den Hebel nach vorne drückst, ja, dann fahren wir vorwärts. Und der rückwärts. Der rückwärts. Und Bremse ist im Grunde nur, wenn du den Hebel wegnimmst, dann hält er an. Dann gibt's hier noch eine. Das ist die Hupe. Das ist die Hupe. Anni ist gerne unterwegs. Und sie genießt es richtig, mal wieder durch die Stadt zu fahren. Aber ich muss sagen, ich kann verstehen, dass der Mann nie einen Führerschein gemacht hat. Ja. Das ist sehr komfortabel. Und auch 16 Jahre nach ihrer letzten Autofahrt hat sie nichts verlernt. Wir fahren durch Überlingen. Zu einem traditionsreichen Hotel. Ein besonderer Ort. Da habt ihr eure Hochzeitsnacht verbracht. Ja. Die beiden verloben sich mitten im Krieg und heiraten, als Heinrich Fronturlaub hat. Wie lange habt ihr denn hier gewohnt im Hotel? 8 Tage. Okay. Und dann musste er ja wieder an die Front. Mhm. Und dann kam er wieder. Am 5. Dezember hat er Urlaub gekriegt. Mhm. Ja, weil ich habe mir mal so ein bisschen gerechnet mit den Geburten der Töchter. Ja, und ja, irgendwann muss er ja mal daheim gewesen sein. Ja, das war am 5. Dezember. In der Küche beim Metzgermeister Willi. Auch mit 100 Jahren macht er einmal im Monat Wurst selber.
Ist das nicht anstrengend für dich? Nein. Nein, überhaupt nicht. Messer noch scharf genug? Ja. Gelernt ist gelernt. So, die letzten Stücken. Einmal durchmischen und dazu Willis Spezialgewürz. Oh. Zu viel? Nee, haut da rein. Mag ich gar nicht sehen. Da hat man ganz schön zu tun hier. Ja, ja. Wurst habe ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, ja, ich habe eben auch so dran gedacht. Also wir mal in deiner Küche stehen und Wurst ja, machen, ja. Willi. Ja, ja. Kai, holst du mal eben die Füllmaschine? Ja. Die geht sicher mit. Geht sie mit? Ja, nehme ich an. So, wo haben wir so, sie? Jetzt haben wir hier die Füllmaschine. Ui, und ja die müssen wir reintragen. Das ist ja auch ein tolles Gerät. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, sie ist leichter. Halleluja. So, aber willst du hinhaben hier? Das ist ein schweres Ding, du. Ja. So. So, lass uns mal das so. So? Kommt sowieso nicht alle rein. Was ist denn anstrengender als das Wursten? Weiß ich nicht. Hm? Eine Autofahrt mit Ursel? Ja, die meckert manchmal. Und jetzt abfüllen. Langsamer. Gar nicht so einfach. Alles klar. Passt. Gut. Die für mich? Die Küche ist Ilses Reich. Es gibt Lippschen Pickert. Hast aber ein nettes Schürzchen für mich ausgesucht. Aber es muss in der Küche auch alles seine Ordnung haben, ne? Ja, klar. Ein paar Sachen habe ich ja auch schon mal in der Küche gemacht, aber den Lippschen Pickert, den kenne ich nicht. Lippschen Pickert. Also Kartoffeln kommen rein. Kartoffeln müssen wir schälen. Sogar beim Kartoffelschälen ist die 103-jährige Ilse schneller als ich. Kochst du denn auch mal was für dich alleine oder nur, wenn Gäste kommen? Nein, ich koche mir jeden Tag was Schönes. Ja? Ja. Jetzt schneidest du die Kartoffeln so ein bisschen in Scheiben und in Stücke. Wir sind doch ein perfektes Team hier. Lippscher Pickert mit Ilse und Kai. Wie fleißig du bist, das ist ja nicht zu glauben. Das sieht man ja im Fernsehen sonst gar nicht, ne, wie fleißig ich bin. So. Ich habe ein bisschen Mühe, dein Tempo mitzuhalten, weil ich bin gerade hier noch beim Abtrocknen. Machst du auf? Ja. Ilses Sohn Hans kommt zum Essen. Hallo, Mütterlein. Hallo. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Ich wollte mal wieder besuchen kommen. Rote Tür. Da komme ich hier genau richtig. Es gibt Lippschen Pickert. Aber die Mama legt ja ein Tempo vor, das ist ja Wahnsinn. Da muss man ja erst mal mithalten können. Ja, bin ich gewohnt, leider. Ja. Manchmal sollte das ein bisschen langsamer gehen, aber das kriegst du nicht mehr gerade. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, langsam ist nicht ihr Ding. Nee. Wenn ich zu schnell laufe, dann fängt das schon an zu schimmeln. Kai, dass du das alles machst, das finde ich einmal toll. Dass wir mal zusammen Lippschen Pickert machen, ne? Butter drauf. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Willi und Ursel. Von ruhigem Lebensabend kann man bei euch beiden ja wirklich nicht sprechen. Ja, auch wenn man das nicht als Last empfindet, ist das auch, gehört mit dazu. Mhm. Für mich wenigstens. Gab es für dich schon mal einen Moment, wo du gedacht hast, oh, jetzt könnte es vorbei sein? Ja, das ist schon mal da gewesen. Ja? Ja. Hauptsächlich nur im Bett morgens, dann ist so im Halbschlaf. Ne? Mhm. Da ist das schon mal gekommen. Aha. Dann muss ich ein bisschen Medizin nehmen. Mhm. Dann klappt das wieder. Hustensaft. Ja, genau. Ja, ja. Wenn kommt, fertig. Mhm. Aber denkst du da überhaupt mal drüber nach? Nee, so richtig denke ich drüber nach, dass ich überhaupt 100 bin.
Nicht, dass ich da öfter dran denke. Ne? Mhm. Das merkt man gar nicht. Ich kann mich ja noch bewegen und alles machen. Mhm. Dann denke ich da gar nicht dran. Mhm. Ist auch gut so. Ja. Aber er bleibt noch ein paar Jahre. Ich merke schon, du hast noch Vertrag. Ja? Ja? Ja, ja. Du hast noch festen Vertrag hier für die nächsten fünf Jahre mindestens erstmal. Ja. Ja. Weiß man nicht. Mhm. Ich hoffe es. Ja. Das Gesundheitliche geht mir gut. Die Voraussetzungen sind da. Ne? Mhm. Und die Jägermeister habe ich 20 Flaschen stehen, da kann nichts passieren. Ilse war ihr Leben lang immer in Bewegung. Am liebsten draußen im eigenen Garten. Ich habe ja auch den Arm gebrochen. Mhm. Beim Rasenmähen bin ich rückwärts marschiert mit dem Rasenmäher und bin auf einen Stein gekommen und bin hinten rüber gekippt. Mhm. Aber als ich wieder aufgestanden bin, habe ich den Rasen zu Ende gemäht, obwohl mein Arm gebrochen war. Dann sagt sie immer, normalerweise werde ich nicht beerdigt, ich stürze immer in meinen Tod. Das stimmt allerdings. Also man könnte sich ja auch helfen lassen, aber das ist auch nicht dein Sinn. Ich muss immer anderen helfen. Mhm. Da hatte man ein halbes Jahr, ein Vierteljahr eine Putzfrau hier. Mhm. Und dann bin ich hier hingekommen und war sie am Putzen. Da habe ich mir gesagt, Mutter, wieso, du hast doch eine Putzfrau, warum putzt du denn? Ja, die arme Frau kann das ganze Haus nicht alleine putzen, das geht doch nicht. Aber jetzt mache ich es ganz alleine, jetzt habe ich keine Putzfrau mehr. Wenn ich das jetzt sehe, wie fit du bist und wie gesund du bist mit 103 Stellen, möchte ich auch 100 werden. Wenn man positiv lebt, das macht viel aus. Mhm. Wenn man frisch viel in der Natur ist, bewegt sich viel. Mhm. Ja, das macht für den Körper doch allerhand aus. Also immer in Bewegung bleiben, körperlich beweglich bleiben, und nicht geistig. Immer so viel meckern und so viel immer positiv denken. Dankbar sein ist wichtig, dankbar sein, ja, vor allen Dingen. Ist das schön hier mit dem Ausblick? Wunderbar. Wovon träumt Anni? Gibt es noch Wünsche für die nahe Zukunft? Bin wunschlos glücklich. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Und so bin ich aufgezogen oder großgezogen worden. Und so habe ich mich schon nachher verhalten. Ich bin streng erzogen worden. Mhm. Ja, und auf alles verzichten müssen. Das hat mir wehgetan. Aber es ist rum. Mhm. Und ich habe es überwunden. Mhm. Ich muss so dankbar sein für meine Kinder und für meine Schwiegersöhne. Mhm. Ich sage oft, mit was habe ich das verdient? Mhm. Dann sagt der Roswitha, hat mal gesagt, Mutti, früher warst du für uns da und heute sind wir für dich da. Denkt man zwischendurch dann auch mal an den Tod, wenn man schon... Das macht man öfters. Ja? Ja. Weil das macht man öfters, weil ich habe Nächte gehabt, letztes Jahr, wo ich zum Arzt gesagt habe, am Morgen, Herr Doktor, ich habe meint, heute Nacht geht es aus. Mhm. Weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Mhm. Und dann huste ohne, furchtbar. Aber hat man grundsätzlich einen Frieden mit dem Sterben? Also so, dass man sagt, irgendwann ist es halt soweit? Ja, oder ist es mit dem findet man sich schon ab. Zwangsläufig, man muss ja. Aber ich muss ehrlich sagen, bin nicht so bereit. Mhm. Jetzt noch nicht so. Also weil ich immer die Sehnsucht habe, ich möchte mal richtig alt werden. Ich fühle mich nicht alt. Und solange ich mich nicht alt fühle, kann ich nicht sterben. Das ist für mich fast der Satz des Tages. Wenn du mit 103, bald 104 sagst, ich möchte mal richtig alt werden. Ich möchte mal richtig alt werden. Du bleibst noch ein bisschen. Ja, ich hoffe. Ich will nur die anderen unsicher machen. Wir haben viel erlebt. Das ist gut für 100 Leben. Die Code von Leben reicht.